Der ehemalige Wiese-Weltmeister Andy Langenhahn hat seine Rodlerkarriere beendet. Wie der Bob- und Schlittenverband für Deutschland am Donnerstag mitteilte, gibt der frisch gebackene Familienvater sein Wissen künftig an jüngere Athleten weiter. Der ausgebildete Diplom-Trainer arbeitet ab der neuen Saison in der B-Mannschaft als Trainer und soll den Nachwuchs an die Spitze heranführen. Langenhahn war über 10 Jahre im Weltcup unterwegs und errang im Schatten von Olympiasieger Felix Loch zahlreiche Erfolge. Der Oberhofer wurde 2012 Europameister und gewann bei Weltmeisterschaften jeweils 2-mal Silber und Bronze. Im Weltcup feierte er 8 Siege. Bei Olympischen Spielen belegte er die Plätze 5, 2010, 4, 2014 und 10, 2018. Punkt. Cheftrainer Norbert Loch schätzt die Fachexpertise seines langjährigen Schützlings und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit. Durch Andys langjährige Erfahrung im deutschen Spitzenteam wird er mit seinem Wissen für unser Team sicherlich noch sehr wertvoll sein.